So einfach ist es vergessen. Man vergisst einfach. Wir vergessen, ist das gleiche Vergessen, wir vergessen, dass wir jetzt im Himmel sind und allen Grund haben, glücklich zu sein. Dass es nicht eine einzige Sache uns fehlt, um nicht glücklich zu sein. Dass uns das ganze Universum unterstützt, in dem Erinnern, dass der Himmel hier und jetzt ist. Da haut sich doch vom Sockel, vom Hocker könnte man sagen, ne? Da haut sich aus den Socken. Es ist doch so einfach. Jesus sagt, was macht man da für eine große Geschichte draus? Wir verlegen den Himmel, wir verlegen das Glück in die Zukunft, wo doch jetzt schon alles da ist. Die Himmelspforten sind offen, die waren nie verschlossen. Wir haben uns nur eine falsche Geschichte erzählt. Heba Abdella Turkisa, in Nizza. Da warst du im Himmel und genauso kannst du jetzt im Himmel sein. Du erinnerst dich wieder an dieselbe Freude, die du damals erlebt hast, wo du diese Kebab gekauft hast. Ich erinnere mich an denselben Moment, es ist ganz spontan gekommen, an diesen Rittersport. Und ich bin einfach glücklich. Der Himmel ist immer hier und jetzt. Es ist immer eine gegenwärtige Erinnerung da. Wenn ich mich gegenwärtig erinnere, dann bin ich glücklich. Das ist, was uns Jesus lehrt im Kurs. Auf was wartest du noch? Glaubst du, dass irgendwann in der Zukunft besser wird? Glaubst du, dass sich noch was verändern muss, damit du glücklich sein kannst? Glaubst du, dass du dich noch anstrengen musst in deinem spirituellen Erwachen? Glaubst du, dass es noch einen Graben gibt in der Zeit, den du überwinden müsstest? Glaubst du, dass du noch besser werden müsstest, noch disziplinierter, noch mehr tun könntest für dein Erwachen? Weißt du, ich bin ganz ehrlich, wenn ich so heute da bin, dann weiß ich, dass alles nur durch die Gnade Gottes geschieht. Ich habe immer, wo ich zum Kurs angefangen habe, habe ich geglaubt, ich müsste so viel tun für mein Erwachen. Und jetzt sind mir 365 Lektionen gegeben. Und jetzt musste ich die erinnern und ich müsste das und das tun und mir Zeit nehmen. Und ich habe ja eh schon keine Zeit, weil ich so beschäftigt bin mit anderen Dingen. Und weißt du was, ist einfach nicht wahr. Wenn ich in deinen Augen schaue, wenn ich dich sehe in deiner Präsenz, dann weiß ich, dass hier der Himmel ist. Wo sollte er sonst sein? Wir brauchen den Himmel nicht suchen, wir können ihn nicht suchen. Sondern es ist hier und jetzt. In dem tiefen Einlassen, in der tiefen Hingabe an den jetzigen Moment. Und an diese Verbindung, die wir hier erleben. Immer wenn sich zwei oder drei in seinen Namen zusammenkommen, dann erinnern sie sich an den Himmel. Weil ich mich an dich erinnere. Jesus sagt, weil ich mich an dich erinnere, erinnere ich mich an den Himmel. Weil ich mich an dich erinnere, Verena, wer du wirklich bist. An das Licht, an die Liebe in deinem Herzen kann ich mich erinnern, wer ich bin. Wir sind im Himmel. Mit Mozartkugel oder ohne Mozartkugel. Mit Alpendudler oder ohne Alpendudler. Ich wollte heute eigentlich einen Alpendudler trinken in dieser Session, aber der war so gut, den habe ich schon vorher getrunken. Jetzt habe ich keinen mehr. Und trotzdem bin ich im Himmel. Es gibt kein außerhalb des Himmels sein. Es gibt nichts, was mir den Himmel wegnehmen kann. Es gibt nichts, was mir die Wirklichkeit wegnehmen kann. In der Wirklichkeit, in Gott, im Himmel, gibt es keinen Verlust. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, was uns dieser Kurs immer wieder erinnert und immer wieder sagt. Es gibt keinen Verlust. Erinnere dich gemeinsam mit deinem Schwester, gemeinsam mit deinem Bruder, dass es keinen Verlust gibt. Dass nichts Wirkliches verloren gehen kann. Und dass nichts Unwirkliches existiert. Und darin liegt der Frieden Gottes. Es gibt keinen Verlust. Ich brauche keine Angst haben. Ich kann nichts verlieren. Ich bin bereits im Himmel. Kann den Himmel nicht verpassen. Sie war immer so Angst, ich könnte den Himmel verpassen. Vielleicht bin ich nicht gut genug für den Himmel.
Vielleicht mache ich nicht gut genug oder zeige ich nicht genug gute Taten. Jetzt könnte ich den Himmel verpassen. Und da kommt Jesus mit seiner tollen Botschaft des Kurses und sagt einfach, nein, es ist unmöglich. Was wäre das für ein Gott? Was wäre das für ein Vater, der uns unser natürliches Erbe vorenthalten würde oder entziehen würde? Oder Bedingungen stellen würde für den Himmel? Oder den Himmel in die Zukunft verlegen würde? Ich muss jetzt das und das noch tun, um in den Himmel einzugehen. Man kann nicht in den Himmel eingehen, man ist bereits im Himmel. Wir sind im Himmel. Und das lehrt uns Jesus immer wieder, in jeder Lektion, in jeder Phrase. Und sagt einfach, verbindet euch, ihr Lieben. Verbindet euch in dieser Gewissheit. Verbindet euch in dieser Gewissheit, dass dein Bruder dein Selbst ist. Du bist mein Selbst, großgeschrieben. Ich bin dein Selbst. Und wir erkennen in dieser Verbindung, dass es nur ein Selbst gibt. Es gibt nur ein einziges Selbst, nur ein Quantum Field of Energy, was die Quantenphysiker sagen, also nur ein einziges Quantenfeld. Es gibt nur einen einzigen Heiligen Geist, nur eine einzige Liebe, nur ein einziges Wunder. Und mir wird schon heiß. Mir wird schon richtig heiß, wenn ich mich erinnere. Der Heilige Geist, der macht es wirklich heiß. Es ist so schön einfach. Und es geht hier nicht um die Worte. Es geht nur um diese Bereitschaft, uns zu vereinigen. Das ist alles, was erforderlich ist. Wir verbinden uns in der Wahrheit. Nicht in unserer Körperexistenz. Nicht in den Graben zwischen den Körpern. Da hat es der Mensch so lange versucht zu verbinden und ist immer daran gescheitert. Aber jetzt verbinden wir uns in der Wahrheit, in der Lichtenergie, in diesem Quantenfeld von Energie, das wir Heiliger Geist nennen, und wo wir eins sind. Wir können mit Jesus, eines können wir nicht mit ihm, wir können nicht diskutieren. Wir sind eins, sagt er. Du lebst in mir, ich lebe in dir und wir leben im Vater. Das hat Jesus vor 2000 Jahren gelebt. Das hat niemand vielleicht verstanden oder nur ganz wenige verstanden. Deshalb brauchen wir ein Übungsbuch, um das in die Praxis umzusetzen. Dass ich in jeder Begegnung mich selber erkennen kann. Und wenn ich mich selber erkenne, bin ich glücklich. Es gibt nur eine einzige Art und Weise, gegenwärtiges Glück zu erfahren, durch Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis ist nichts anderes, als den Bruder als mich zu erkennen. Da ist kein Graben zwischen dir und mir. Da gibt es keine 2, 3 oder 8 Milliarden. Da gibt es nur einen Sohn Gottes und der erinnert sich in dem Moment an Rittersport. An den süßen Himmel. Ist das nicht schön? Normalerweise müsstet ihr ja in die Luft springen, aber Saltos schlagen. Das sind ja die besten Nachrichten, die wir hören können. Jesus fragt einmal im Kurs, warum bist du nicht überglücklich, wenn du hörst, die Botschaft hörst, dass dein Bruder und du, dass ihr eins seid. Und dass du dich in ihn erkennst und in diesem Erkennen dein gegenwärtiges Glück erfährst. Was gibt es Schöneres? Es gibt kein anderes Glück. Es gibt kein Glück im Graben oder es gibt kein Glück in der Form, würde Jesus sagen. Würde ich im Buckingham Palast wohnen in London, ich spiele manchmal die Sachen zu meinem Geist durch, wäre ich der Enkel der Königin, aber Elisabeth ist ja auch schon hat sich auch schon ins Licht verwandelt. Und wäre ich dort der Enkel, würde ich im Buckingham Palast leben, würde ich mit aus goldenen Tassen trinken, wäre ich auch nicht glücklich. Glücklich kann ich nur mit dir sein. Glücklich kann ich nur in der Erkenntnis sein, dass du und ich eins sind und dass deine Heiligkeit meine eigene ist, dass deine Liebe meine ist,
und dass deine Hingabe die Hingabe an mich und an Gott ist. Dass es nur einen von uns gibt. Und dieser eine erinnert sich. Und dieser eine geht nach Hause. Und dieser eine erlebt diese Verbindung, dieses Einssein. Das ist, was Jesus wirklich lehrt. Und deshalb hat er zum Beispiel die Apostel nicht einzeln losgeschickt, sondern immer zwei und zwei losgeschickt, um diese Verbindung zu erinnern. Wenn einer vergisst, wenn einer in seinem Geist wahnsinnige Gedanken und wahnsinnige Ideen hat, dann kann er sich durch seinen Bruder wieder an die geistige Gesundheit, an das Licht, an die Gegenwart des Himmels erinnern. So einfach ist es. Hier sind wir nicht in einem Kurs in Meditation. Wir sind hier nicht in einem transzendalen Kurs, wo wir irgendwas hinter uns lassen und wir gehen hinauf in andere Sphären und dort oben ist der Himmel. Nein, der Himmel ist hier und jetzt. Dort, wo mein Bruder ist, dort ist das Wiedererkennen meiner selbst und dort ist der Himmel. Deshalb spricht Jesus von heiligen Begegnungen. Und wir haben hier genau in dem Moment eine heilige Begegnung. Und jetzt höre ich auf zu sprechen, weil alles gesagt wurde. Das ist eine heilige Begegnung. Der Himmel ist hier. Du bist bereit, dich in dieser tieferen Verbindung zu erkennen, so wie ich mich in dir erkenne. Und jetzt ist die Frage, wo ist das Problem? Es gibt kein Problem mehr. Das Problem, einzige Problem, das einzige Problem kann nur eine optische Täuschung sein. Und die optische Täuschung wäre, du wärst dein Körper. Das wäre das einzige Problem, das ist den einzigen Schmerz, den ich erfahren kann. Ich erfahre Schmerz, wenn ich meinen Bruder nicht als das erkenne, was er ist. Nämlich kein Körper. Reiner Geist, reine Liebe, reines Licht, könnte man sagen. Wenn ich dir eine andere Rolle zustelle, wenn ich an der optischen Täuschung erleide, dass du was anderes wärst, als was dich Gott erschaffen hat, dann bin ich im Schmerz. Und das ist die einzige Form des Schmerzes, es ist der Trennungsschmerz. Wir sind so in unserem verwirrten Geist, und wir werden uns das heute noch anschauen im Textbuch, der verwirrte Geist glaubt, dass es hunderte von Quellen von Schmerz gibt. Der erwachende Geist, der sich wiedererkennende Geist erkennt, dass es nur eine Quelle des Schmerzes gibt. Und die eine Quelle des Schmerzes ist, dass ich meinen Bruder in seiner wahren Existenz, in seiner wahren Göttlichkeit, in seinem wahren Licht nicht erkenne oder nicht erkennen will. Das ist der einzige Schmerz, den ich erfahren kann. Deshalb, wenn Leute heute mit mir persönlich arbeiten und ich erzähle meine ganze Geschichte, warum sie gerade leiden, dann ist es immer meine Frage, bist du dir sicher, dass das die Ursache ist? Bist du dir sicher? Oder würdest du Jesus hören, wenn er dir sagt, dass es nur eine Ursache für Leiden gibt? Und diese eine Ursache ist, ich erkenne meinen Bruder nicht als den, den er wirklich ist. Das heißt, ich täusche mich in der Form, könnte man sagen. Jeder Schmerz ist eine optische Täuschung in der Form. Jedes Leiden ist nur eine optische Täuschung in der Form. Und deshalb sagt Jesus, es ist tragisch. Weil du könntest jetzt deinen Bruder erkennen und vollkommenes Glück erfahren. Gegenwärtiges Glück. Aber solange du nicht dein Geist nicht trainierst, nur mehr die Wahrheit zu sehen und nur das eine zu sehen, nämlich das Licht im Bruder und der Schwester, solange wirst du immer noch eine Leidensgeschichte, eine Schmerzgeschichte in deinem Geist erfahren. Aber es ist nur tragisch, weil es gibt nur ein Problem und es gibt nur eine Lösung. Halleluja! Macht euch das nicht glücklich, wenn ihr das hört?
Also mir wird immer heißer und heißer. Ich glaube, ich muss mich schon ein paar rausziehen. Es macht mich so glücklich, wenn ich dich erkennen darf, wer du wirklich bist. Und sofortiges Glück, eine sofortige Öffnung in meinem Geist erfahre. Und diese universelle Erfahrung, von der Jesus spricht, wieder zulasse. Es ist nur ein Zulassen der Wahrheit. Ich kann nichts tun, ich muss nichts tun, um zur Wahrheit oder zu Gott zu gelangen. Der ist bereits in allem. Der Himmel ist bereits da. Es war nur ein einziges Problem. Ich habe vergessen, dass du genauso wie ich im Himmel bist mit mir. Dass du dein Licht, mein Licht ist und dein Licht mich erinnert an das Licht des Himmels. Nein, ich will diesen Kurs alleine machen. Ich will mit mir niemanden treffen. Und ich finde das doof, wenn sich Leute treffen und auf Aleph in diese Bildchen hineinschauen. So habe ich auch gedacht. Ich wollte alles für mich tun. Ich wollte es so machen, wie ich immer alles in der Welt gemacht habe. Ich werde mich selbst erkennen. Ich werde hart daran arbeiten. Ich werde die Lektionen machen. Und die Welt, die wollte ich aussperren. Funktioniert nicht. Es gibt einen schnelleren Weg, einen besseren Weg, einen Weg, wo wir uns Zeit einsparen können. Und das ist das Licht des Bruders, als mein eigenes Licht zu erkennen. Das nennt man das Gegenteil von Groll. Die heutige Lektion ist eine wunderbare Lektion, die uns aufzeigt. Wenn wir nicht dieses Licht erfahren, wenn wir nicht glücklich sind, dann sind wir in unserem Geist einfach an einem anderen Platz. Und dieser andere Platz nennt sich Groll. Dieser andere Platz nennt sich Groll. Ich will noch, dass du dich veränderst, dass du anders denkst oder anders handelst, dass ich glücklich sein kann. Und damit werde ich nie erfolgreich sein. Ich habe ein Diplom, ich bin Doktor in dem, ich habe das mein ganzes Leben perfekt praktiziert. Unglücklich sein. Zu glauben, jemand müsste sich ändern, damit ich glücklich sein kann. Wird nie funktionieren. Niemand wird sich ändern. Der Einzige, der die Veränderung braucht und das Erkennen oder die Selbsterkenntnis braucht durch die Erkenntnis, wer der Bruder ist, bin ich. Dieser Kurs ist nur für mich. Nicht für die Schwiegermutter und auch nicht für den deutschen Kanzler oder den österreichischen. Oder auch nicht für den Nachbarn. Oder auch nicht für den, der da an der Straße herumlungert, sondern ist immer nur für mich. Bin ich bereit, meinen Bruder aus seiner Rolle zu befreien? Und die wahre Schöpfung Gottes und die wahre Freude und das wahre Glück der Schöpfung in ihm zu erkennen. Das ist, was Jesus lehrt. Und das hat er in der Bibel gelehrt. Liebe deinen Gott, deinen Vater von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein und deinen Bruder wie dich selbst. Weil mein Bruder ist mein Selbst. Der erste Teil, der gefällt uns ja super, Gott zu lieben und ich liebe dich so sehr. Aber den zweiten Teil, diesen Nachbarn, der so viel Lärm macht, der immer am Wochenende diese Partys macht, auch den zu lieben. Auch da zu sehen, er bietet mir die Möglichkeit zu erkennen, dass der Himmel hier und jetzt ist. Dieser zweite Teil, der braucht die Übung und deshalb haben wir ein Übungsbuch bekommen. Mit wunderbaren Lektionen, wo wir sehen können, wie tief wir oft noch im Groll sind. Wir machen diesen Kurs und werden immer ehrlicher und erkennen immer mehr, wie tief wir im Groll sind. Und damit uns selber den Himmel verweigern, könnte man sagen. Groll und Himmel gehen nicht zusammen, weil Groll uns von der Liebe trennt, uns an einen anderen Platz in unserem Geist bringt. Es ist nur ein anderer Platz, es ist nur ein einziger Gedanke, dass irgendwas anders sein müsste. Das ist, was Groll ist. Was ist Liebe? Liebe ist die Erkenntnis und Anerkenntnis, so wie du bist, mein lieber Bruder, so bist du vollkommen. Du bist bereits vollkommen.
Und die Vollkommenheit meines Bruders ist die Erinnerung an den Himmel. Okay. Geht's euch gut? Hört ihr das? Er spricht direkt aus dem Himmel. Zum Himmel, würde er sagen. Jesus sagt, der Himmel lehnt sich zum Himmel. Der Bruder lehnt sich zur Schwester oder zum Bruder und kommt zusammen, um den Himmel zu erkennen, zu erfahren. Und was uns letztendlich nur mehr übrig bleibt, ist dankbar zu sein. Ich bin so dankbar für dich, dass du heute mir die Möglichkeit gibst, mich zu erinnern, dass der Himmel hier und jetzt ist. An keinen anderen Ort, zu keiner anderen Zeit, so wie es mein menschlicher Geist gerne formulieren würde. Nein, hier und jetzt. Ich habe keine Ausreden mehr, weil du bist gekommen. Danke dafür. Von ganzem Herzen, dass du mit deinem Licht, mit deiner Göttlichkeit, mit deinem Sein jeden von uns an den Himmel erinnerst. Hier und jetzt. Nicht später und an keinen anderen Ort. Es gibt eine Riesenfeier. Eine Riesenfeier. Und du und ich, wir sind dabei. Danke, danke, danke. Okay, meine Lieben. Ich glaube, wir sollten ein bisschen zum Textbuch schauen. Und im Textbuch spricht Jesus immer über die Verbindung. Und eines habe ich mir heute angeschaut. Ganz im Speziellen sagt Jesus, was ist die größte Angst? Die größte Angst ist nicht die Angst vor zukünftigem Verlust. Wir glauben, unsere größte Angst, wir könnten was verlieren. Ja, mit dem haben wir heute angefangen, diese Klasse, mit Verlust. Unsere größte Angst ist die vor gegenwärtiger Verbindung. Weil wenn wir in gegenwärtiger Verbindung und Wiedererkennen zusammenkommen, dann gibt es keine Ausreden mehr, gibt es keine Ausreden, keine Rechtfertigung mehr, nicht glücklich zu sein. Deshalb wird uns das Ego, das Denksystem immer sagen, pass auf, lass dich nicht ganz vollkommen auf deinen Bruder ein. Da könnte ein Haken dran sein. Da könntest du verlieren. Und deshalb brauchen wir diese Erfahrung, dass ein Verlust in der Wahrheit, in der Verbindung nicht möglich ist. Da wird immer irgendwo in unserem Geist dieser kleine Zweifel sein. Und deshalb brauchen wir uns diese Erinnerung. Und deshalb kommen wir zusammen, um diesen Zweifel einfach verschwinden zu lassen. Da ist immer ein kleiner Zweifel. Wenn ich mich wirklich hingebe an meine Schwester, meinen Bruder, wenn ich nicht mehr mich in einem Urteil oder in einem Groll halte, bin ich dann wirklich im Himmel? Gibt es da keinen Haken dran? Verliere ich nichts dabei? Und deshalb kommt Jesus einfach zu uns und sagt immer wieder, fährt uns über die Haare oder über die Stirn und sagt, nein, du wirst die Erfahrung machen und du wirst sie immer öfter machen, wenn du dich in deinem Bruder erkennen lässt und erinnern lässt vom Heiligen Geist, dass es überhaupt keinen Verlust in dem gibt. Im Himmel gibt es keinen Verlust. Verlust ist der Eckpfeiler des Denksystems des Ego. Was wir wirklich verlieren können, sind nur Illusionen. Was die Wahrheit ist, kann weder bedroht werden, noch können wir es verlieren. Halleluja! Das sind gute Nachrichten. Praise the Lord! Würden Sie in Amerika sagen. Praise the Lord! Er ist gütig. Er ist gütig zu uns. Es gibt keinen Verlust in deinem Erwachen. Wenn du glaubst, du würdest was verlieren in deinem Erwachen, ist, weil du auf die Stimme des Egos hörst.
in der Wahrheit, in der Stimme des Heiligen Geistes, im Wiedererkennen meines Bruders als mein Selbst, gibt es keinen Verlust. Und deshalb brauchen wir Lektionen, weil wir dem nicht ganz trauen, um wirklich in die Erfahrung zu kommen. Weil es ist ein Kurs in Vertrauen. In Trust, in Vertrauen. Ich vertraue wirklich. Ich werde mich erfahren. Was ist, wenn ich mich vollkommen hingebe? Und mache dann die große Erkenntnis, die große Erfahrung, dass ich nichts dabei verliere, sondern nur der Himmel in meinem Geist wieder eingesetzt wird, könnte man sagen, oder wieder erinnert wird. Verlust ist unmöglich. Das sind die guten Nachrichten. Wenn du nichts von dem heute irgendwo aufnehmen kannst, aber das Einzige, was du vielleicht dich erinnerst, Verlust ist unmöglich. Es gibt keinen Verlust in Gott. Es gibt keinen Verlust im Himmel. Es gibt keinen Verlust in der Vereinigung mit meinem Bruder. Ich kann nichts verlieren. Ich kann mir nur was? Zeit einsparen. Das ist ein Kurs in Zeit einsparen. Seid ihr gut? Ich weiß nicht, warum wir heute so viel sprechen. Immer fließt so viel heraus und am Ende denke ich mir, hoi, die Stille ist auch gut. Weißt du, was das Gute ist? Dass wir immer im Heiligen Geist sind. Letztendlich brauchen wir nicht den Heiligen Geist anflehen. Heiliger Geist, komm bitte und hilf mir jetzt, das zu erinnern, dass mein Bruder mein Selbst ist. Wir sind bereits im Heiligen Geist. Es ist kein Tun, es ist ein Zulassen. Wunder, Wunder ist, was Zulassen ist. Ich brauche ein Wunder, um es wieder zuzulassen. Die Erfahrung zuzulassen, dass es in Gott, in meinem Erwachen, in der Wiedererkenntnis, in der Erkenntnis, dass mein Bruder mein Selbst ist, keinen Verlust gibt. Ich kann das nur immer wieder wiederholen, weil es so wichtig ist und so fern ist für uns, wenn wir im Ego-Denksystem sind. Im Ego-Denksystem bin ich ständig in der Verlustangst. Ich könnte was verlieren. Meinen Körper könnte ich verlieren. Dann ist das Leben vorbei. Ich könnte mir Rittersport in meine Hosentasche einstecken und dann muss ich schnell zum Bus laufen und dann verliere ich den Rittersport am Weg. Das ist ständig eine Idee des Verlustes. Gott sei Dank gibt es im Erwachen keinen Verlust, sondern nur Gewinn. Deshalb geht es auch nicht um Loslassen. Oft höre ich von Leuten, die sagen, ich muss was loslassen. Jesus bittet uns nicht, was loszulassen. Jesus bittet uns, unsere kleinen Ideen für was Größeres durch was Größeres ersetzen zu lassen. Hast du mich gehört? Es geht nicht darum, die Welt zu opfern. Es geht nicht darum, die Welt zu verleugnen. Es geht nicht darum, obwohl ich nur an ihre Wirklichkeit glaube, sondern es geht meine kleine Idee, dass mein Bruder eine Form, eine Körperform ist, durch was Größeres ersetzen zu lassen. Das ist, was Erwachen ist. Es geht nicht um was loszulassen und jetzt habe ich es nicht mehr. Weil das wäre ja die Idee vom Verlust. Jetzt habe ich diese Idee, sondern durch was Größeres, was Schöneres, was Lichtvolleres, was Freudigeres, was Glücklicheres ersetzen zu lassen. Das ist, was Transformation ist. Also ich hätte keinen Bock auf Erwachen, auf Transformation, wenn ich loslassen müsste und scheinbar irgendeinen Verlust erleiden würde. Ich hätte keinen Bock drauf. Die Erfahrung des wahren Erwachens ist, meine kleinen Ideen durch was Größeres ersetzen zu lassen. Und die größte Idee, die es überhaupt gibt im Universum und die uns alle erhält, ist die Liebe Gottes. Und die Liebe zum Bruder ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Es gibt nur eine Liebe. Und das ist die Liebe zu allem. Und du bist ja in Gott. Und so, wenn ich dich liebe, erkenne ich die Liebe Gottes. Liebe deinen Vater mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein und deinem Bruder wie dich selbst. Bin ich bereit, diesen Graben
diesen Graben sozusagen durch was Größeres ersetzen zu lassen. Diesen Trennungsgraben, den wir Körper nennen, durch was Größeres, durch die ewige Verbindung ersetzen zu lassen. Das ist, was Erwachen für mich ist. Da ist kein Verlust drinnen. Da geht es nicht wirklich um Loslassen. Die Idee des Loslassens ist eher eine Idee des New Age. Hier geht es die kleine Idee, durch was Größeres ersetzen zu lassen. Durch diese größere Verbindung. Wir sind im Kapitel die größere Verbindung in einem Kurs in Wundern. Wo sind wir? Im Kapitel 28, das Aufheben der Angst. Wir sind auf Seite 601. Und da spricht der Jesus davon. Die größere Verbindung. Ich kann dich nicht treffen, solange ich den Glauben an den Graben aufrechterhalte in meinem Geist. Was ist der Graben? Dein Körper. Solange ich dich als Körper definiere, schließe ich den Himmel aus meiner Erfahrung aus. Ganz einfach. Was ist der Himmel? Ein Zustand vollkommenen Glücklichseins. Solange ich dich als Körper außerhalb von mir definiere, der getrennt von mir ist, kann ich dir nicht begegnen. Und nicht begegnen heißt, ich kann meinen eigenen Glück, den Himmel in mir, nicht begegnen. Das hat Dora heute gelesen. Wunderbar, wie Jesus sagt. Du kannst ihn nicht begegnen. Das war im Absatz 4, auf Seite 601, um noch einmal zurückzukommen. Ich meine, sie hat es schon gelesen, aber ich würde es gerne noch einmal lesen, nur diesen einen Satz. Und dennoch zwischen euren Geistern gibt es keinen Graben. Also der Graben meint ja den Körperglauben. Dich mit seinen Träumen zu verbinden, heißt also, ihm nicht zu begegnen, weil seine Träume sich von dir trennen wollen. Also solange ich meinen Bruder auf einen Körper reduziere, schließe ich mich von der Erfahrung der Gesamtheit des Seins, die wir Gott nennen, selber aus oder trenne mich ab. Deshalb sind diese Übungen so wichtig, und wie Jesus immer wieder sagt, lass mich die Welt, lass mich meinen Bruder mit Augen des Heiligen Geistes sehen, nicht mit denen des Körpers. Lass mich in diese Lichtkommunikation mit meinem Bruder kommen. Das ist Lichtkommunikation. Wir glauben, dass wir mit Worten kommunizieren. Du glaubst vielleicht, per Moment hast du heute geglaubt, ich würde mit dir mit Worten kommunizieren. Nein, wir kommunizieren im Licht, in der Wahrheit. Wir verwenden Worte, aber nur um uns zu erinnern, dass die wahre Kommunikation jenseits der Worte passiert. Freude hat nichts mit Worten zu tun. Freude ist eine Lichterfahrung, eine Erinnerung an einen gegenwärtigen Zustand, an den Himmel. Gegenwärtiger Zustand und Himmel ist genau dasselbe. Okay, und jetzt schauen wir uns das an. Jetzt gehen wir wirklich hinein in Medias Res. Die größere Verbindung heißt es. Also Jesus hat sich dazu Gedanken gemacht. Die größere Verbindung im Teilen von Rittersportschokolade. Auch das ist eine göttliche Aktion, bitte. Okay, ganz wichtig. Also viele Leute sagen zu mir, ich bin verwirrt. Kennst du das? Wir sind verwirrt. Und Jesus sagt, es gibt nur einen Grund für Verwirrung, dass du dich nicht in deinem Bruder erkennst oder dass du es ablehnst, dich in deinem Bruder zu erkennen. Das heißt, dass du nicht siehst, was er wirklich ist und anstatt dessen siehst oder wahrnimmst, was er nicht ist. Und deshalb bist du verwirrt. Und der menschliche Zustand ist eines des Verwirrtseins. Wie könnte ich Stabilität erlangen, solange ich die Wahrheit in meinem Bruder verleugne? Sein wahres Selbst verleugne. Das Gegenteil von Gewissheit. Gewissheit und wahres Selbst sind dasselbe. Ist Verwirrung. Ich glaube, ich bin verwirrt, weil ich
das und das in meinem Leben passiert. Nein, ich bin nur deshalb verwirrt, weil ich die Wahrheit in meinem Bruder verleugne und ihn nicht als das sehe, was er wirklich ist. Als meine Brücke zum Himmel, könnte man sagen. Als mein mächtiger Gefährte, der mir die Erinnerung an den gegenwärtigen Zustand von vollkommenem Einssein in jedem Moment anbietet. Deshalb bin ich verwirrt. Und über das spricht jetzt Jesus. Und das schauen wir uns jetzt genau an. Seid ihr noch munter oder ist schon jemand eingeschlafen? Geht's noch? Brauchen wir eine kleine Toilettenpause? Ah, nicht. Okay. Die kommt gleich. Jetzt lesen wir. Okay, wir sind jetzt im Absatz 6, auf Seite 601. Schreib es noch einmal unten im Chat, Seite 601. Habt ihr schon jemals vom Textbuch gehört im Kurs? Es gibt ein Textbuch, es gibt ein Übungsbuch und es gibt ein Handbuch für Lehrer. Das Textbuch hat 31 Kapitel. Wir sind im Kapitel 28. Das heißt, das Aufheben der Angst sollte eigentlich recht interessant sein für uns. Wie hebe ich Angst auf? Indem ich die Wahrheit in meinem Bruder erkenne. Ich komme im Buch nicht mit. Ich habe die Original-Edition. In Englisch? Nee. Oder in Deutsch? Deutsch. Ist es die höhere Verbindung? In Kapitel 28? Ja, die größere Verbindung heißt im blauen Buch. Golden Blue. Okay, und da ist es welcher Absatz? 6. Ich weiß aber nicht, ob du die gleichen Absätze hast oder die gleichen Dateile, und das weiß ich nicht. Okay, ich werde mich da einfinden. Danke. Ja. Geh einfach in die Lichtenergie. In Wahrheit geht es nie um die Worte. Es ist ja sowieso, man, Jesus, sein Humor ist spektakulär. Na, zuerst gibt er uns tausende von Wörtern und dann sagt er im Handbuch für Lehrer, Worte sind nur Symbole von Symbolen und doppelt entfernt von der Wahrheit. Das, er will einfach sagen, es geht nie um die Worte. Worte sind von getrennten Geistern gemacht, um sich in der Trennung zu halten. Was wir wirklich machen, wir verwenden Worte, aber nur um uns zu erinnern, dass die wahre Kommunikation jenseits der Worte stattfindet. Also es geht nicht darum, diesen Kurs zu verstehen, sondern dieser Kurs öffnet mir ein höheres Verständnis. Und was ist ein höheres Verständnis? Gegenwärtiges Glück ist ein höheres Verständnis. Oder gegenwärtige Glückseligkeit, wenn man es richtig ausdrückt. Und jetzt schauen wir uns das an. Jetzt habe ich dich lange auf die Folter gespannt. Jetzt kommen wir wirklich auf Seite 6 und 1 zum sechsten Absatz. Also warum bin ich verwirrt, noch einmal zurückzukommen? Weil ich meine Schwester und meinen Bruder nicht ein stabiles Selbst sehe, ein göttliches Selbst sehe. Sondern ich sehe ihn wandelt, und wenn ich ihn wandelnd wahrnehme, wandelt sich alles in mir und deshalb bin ich verwirrt. Und das sagt Jesus jetzt. Du teilst Verwirrung und du bist verwirrt, sagt er. Du bist verwirrt, denn in dem Graben gibt es kein stabiles Selbst. Das heißt, in einem Körperidentität, in einer kann ich versuchen, stabil zu werden, aber es wird mir nicht gelingen. Solange ich mich als Körper definiere, solange ich meinen Bruder auf einen Körper reduziere und nicht die Wahrheit, die stabil ist, hinter allen Formen sehe, des Antlitz Christi, sagt Jesus im Kurs, er spricht vom Antlitz Christi, solange bin ich unstabil. In anderen Worten, ich bin wahnsinnig. Weil Gott ist nicht unstabil. Da ist ein Teil in mir, der ist komplett stabil. Und der schaut über diese Körperformen hinaus und der nennt sich der Heilige Geist oder mein Heiler Geist. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist. Dieses energetische Feld von Licht, könnte man sagen. Und dieses Licht, an dieses Licht erinnere mich durch dich.
Und ich bin heute nur hier, nicht um irgendwas zu lehren, sondern mich durch dich an die Wahrheit zu erinnern. Und das meint er damit. Du teilst Verwirrung und du bist verwirrt, denn in dem Graben gibt es kein stabiles Selbst, in der Körperidentität. Das bin ich, das bist du, gibt es kein stabiles Selbst. Was dasselbe ist, scheint verschieden zu sein. Das ist, was das Ego immer sagt, da ist jeder verschieden. Jeder hat ein anderes Gesicht, jeder hat eine andere Ausdrucksweise, jeder hat einen verschiedenen Körper. Manche Körper sind schöner, manche sind nicht so schön. Das ist, was das Ego ist, die Gedanke der Trennung. Der eine Gedanke, den ich Welt nenne, die Welt ist nur ein einziger Gedanke in meinem Geist, der Gedanke der Trennung. Es gibt verschiedene Körper, verschiedene Ansichten, verschiedene Interessen, verschiedene Lebenszeiten. Früher oder später stirbt jeder. Das ist das Ego-Denksystem. Und solange ich an das glaube, solange ich diesen Traum inhalten, würde Jesus sagen, mehr Bedeutung gebe als dem wahren Selbst in meiner Schwester, meinem Bruder, solange bin ich verwirrt. Was dasselbe ist, scheint verschieden zu sein, weil es den Anschein hat, dass dasselbe ungleich ist. Seine Träume sind die deinen, weil du sie so sein lässt. Doch wenn du deine eigene entfernen würdest, dann wäre er von ihnen und ebenso von seinen eigenen frei. Also wenn ich die Wahrheit in dir sehe, bist du von deinem Leiden frei. Und deshalb haben wir so eine wichtige Funktion und sind die Erlöser der Welt. Indem ich dich in deinem wahren Selbst erkenne, erlöse ich dich und damit erlöse ich mich von den falschen Ideen über uns selber. Das meint er damit. Doch wenn du deine eigenen entfernen würdest, dann wäre er von ihnen und ebenso von seinen eigenen frei. Deine Träume sind Zeugnisse für seine und die seinen bezeugen die Wahrheit der deinen. So, wenn ich dich krank sehe oder arm sehe oder notleidend sehe, leide ich an einer optischen Täuschung, weil ich nicht mehr die Schöpfung in dir sehe, das Licht sehe, die Liebe sehe. Es ist nur eine optische Täuschung, könnte man sagen. Alles Leiden, alle Verwirrtheit, die ich erfahre, ist aufgrund einer optischen Täuschung. Dass ich der Form, dass ich den Fokus auf die Form lege und nicht auf den Inhalt. Und das ist Jesus, und das ist der Christuskreis und das hat uns Jesus gezeigt. Und deshalb sind wir in seiner Nachfolge. Er hat sich nie in der Form getäuscht. Er hat keine Unterschiede gemacht, er hat keine Feinde gehabt, weil für ihn war jeder seiner Schwestern und Brüder ein Ausdruck der Liebe Gottes. Er hat in jedem das Antlitz Christi gesehen. Das steht einmal im Handbuch für Lehrer, wo er sagt, Jesus war der Erste, der das Antlitz Christi in all seinen Brüdern gesehen hat. In all seinen Brüdern. Und damit eins mit der Liebe wurde, eins mit Gott wurde, eins mit der Gewissheit in seinem Geist wurde, wer er wirklich ist. Ich kann niemals Gewissheit erlangen mit den Mitteln der Welt. Ich kann nur Gewissheit erlangen, indem ich die Wahrheit in dir sehe. Das ist der einzige Weg heraus aus der Verwirrtheit. Weil die Wahrheit, was ist die Wahrheit stabil? Illusionen sind immer unstabil. Illusionen verwandeln sich. Illusionen haben immer ein Ende. Das Einzige, was stabil ist, ist die Wahrheit. Das Einzige, was stabil ist die Liebe Gottes. Das Einzige, was stabil in dir ist, ist das Licht der Schöpfung. Ist der Himmel, könnte man sagen. Der Himmel ist ein stabiler Zustand, in dem es keine Verwirrung gibt. Solange Verwirrung da ist, vergesse ich, dass du mir die Möglichkeit gibst, mein wahres Selbst, großgeschrieben, die Stabilität meines Geistes zu erinnern. Okay, geh mir weiter. Dass keine Wahrheit an den deinen ist, vergehen seine Träume und er wird verstehen, was den Traum gemacht hat.
Ja, jetzt kommt Absatz 7. Der Heilige Geist ist sowohl in deinem wie in seinem Geist. Und er ist in ihm und er ist eins, weil es keinen Graben gibt, der sein Einssein von sich selbst trennt. Der Graben zwischen euren Körpern ist belanglos, sagt Jesus. Denn was in ihm verbunden ist, ist immer eins. Das heißt, wir sind Geist, wir sind Lichtgeist. Wir sind diesen einen Quantenfeld, diesen einen Feld der Liebe verbunden und eins. Und die Körperglaube kann uns nicht trennen, wenn wir es nicht erlauben. Noch einmal, gehen wir nochmal zurück. Der Graben zwischen euren Körpern ist belanglos, sagt Jesus. Denn was in ihm verbunden ist, ist immer eins. Niemand ist krank, hör gut zu, niemand ist krank, wenn jemand anderer sein Vereintsein mit ihm akzeptiert. Deshalb, wir akzeptieren nicht mehr die Krankheit. Wir sind nicht mehr da, Illusionen zu verstärken, sondern wir sind da, die Wahrheit zu erinnern. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf die Straße hinausgehe und jeden sage, du bist nicht krank. Nein, es ist ein stilles, inneres Erinnern, dass die Krankheit, die jemand scheinbar hat, nur seine Rolle ist, die er spielt, aber nicht sein wirkliches Selbst. Es ist nur eine Rolle, nur eine Maske, die er sich aufgesetzt hat. Und ich will mich nicht mehr in dieser optischen Täuschung verharren, sondern ich will erwachen und jenseits der Maske schauen. Und das lehrt uns Jesus ein ums andere Mal im Kurs, der sagt, lass dich einfach nicht mehr von der Form täuschen. Solange du dich von der Form täuschen lässt, wirst du immer verwirrt sein. Lass dich von der Wahrheit in deinem Bruder erinnern, wer du bist. Lass diesen Graben dir nicht mehr sagen, wer du bist, dieser Körpergraben, sondern erinnere dich, dass der Heilige Geist, der in dir ist, auch in deinem Bruder ist. Halleluja! Das sind die einfachen Lehren, das ist ein einfacher Kurs. Die Wahrheit ist ganz einfach und die Wahrheit ist einfach, ich und mein Bruder, du und ich, wir sind eins. Und der Körperglauben ist nur eine Fehlwahrnehmung, würde er sagen. Und kann in jedem Moment durch den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist in dir berichtigt werden. Ist nur eine Fehlwahrnehmung. Deshalb, ich bin nicht glücklich, ich leide, weil ich fehlwahrnehme. Hast du mich gehört? Du leidest aus keinem anderen Grund. Du bist aus keinem anderen Grund scheinbar krank. Es ist nur eine Fehlwahrnehmung, weil ich meine Schwester, meinen Bruder fehlwahrnehme, nämlich immer noch als Körperidentität und damit einen Graben, eine Trennung wahrnehme. Und in dem Moment, wo ich erkenne, der Heilige Geist ist in ihm, der Heilige Geist ist in dir, du bist mit mir im Himmel, gibt es kein Problem mehr und keine Verwirrtheit. Niemand ist krank, sagt Jesus, wenn jemand anders sein Vereintsein mit ihm akzeptiert. Sein Wunsch, ein kranker und getrennter Geist zu sein, kann ohne einen Zeugen oder eine Ursache nicht bestehen bleiben. Das hat Jesus gemacht. Er hat in Wahrheit nicht die Kranken geheilt, er hat in Wahrheit sein Selbst in seinem Bruder erkannt. Sein Selbst großgeschrieben, die göttliche Schöpfung in seinem Bruder erkannt. Und damit, was hat er damit? Alle Illusionen aufgehoben in seinem Geist, alle Illusionen vergeben. Wenn wir hier zusammenkommen und uns erkennen, wer wir wirklich sind, vergeben wir allen Illusionen, vergeben wir allen Erscheinungen und werden nicht mehr durch sie getäuscht. Jesus ist nicht hingegangen zum Leberkranken und hat gesagt, du armer Teufel, du hast Lebra.
jetzt müssen wir mal schauen, was wir für dich machen können. Sondern er hat sich nicht täuschen lassen von der Form. Er hat gewusst, dieser Lebra-Krank ist nur eine Rolle, die er spielt. Ist aber nicht seine Wahrheit. Er hat die Wahrheit der Gegenwart der Liebe Gottes und des Himmels in seinem Bruder erkannt. Und dadurch wurden alle Illusionen geheilt. Jesus hat nicht Illusionen geheilt, sondern er hat die Wahrheit erkannt und dadurch sind die Illusionen verschwunden. Dadurch ist die Krankheit verschwunden. Wo? In seinem Geist. Das ist immer nur in meinem Geist, weil ich bin der Erlöser der Welt. Ich lasse mich nicht mehr täuschen in der Form. Der Christusgeist erkennt den Christusgeist in seinem Bruder. Das ist die Wahrheit. Das ist, was wirkliche Liebe ist. Solange ich dich in einer kleinen Körperdefinition gefangen halte, kann ich dich nicht lieben. Zwei getrennte Geister können sich nicht lieben. Liebe ist das Erkennen des Einsseins in einem einzigen Geist. Hast du mich gehört? Liebe ist das Erkennen des Einsseins in einem einzigen Geist. Deshalb ist das alles, was wir glauben, dass Liebe ist, nicht Liebe. Liebe, die sich verändert. Liebe, die sich in Hass verwandelt. Liebe, die leidet. Liebe, die enttäuscht wird, kann nicht Liebe sein. Kann nur die Illusion von Liebe sein. Liebe leidet nicht. Liebe ist, was Glück ist. Und in dieser Selbsterkenntnis erkennen wir, dass wir in einem Geist eins sind und diese Einheit dasselbe ist, was Liebe ist. Und das ist natürlich ein extrem kompromissloses Lehren und Lernen, dass es keine Liebe zwischen getrennten Körpern geben kann, weil da gibt es einen Graben. Und solange es einen Graben gibt, diesen Körperglauben, diese getrennten Selbste, kann es auch keine Liebe geben. In dem Selbst, kleingeschrieben, gibt es keine Liebe. Liebe ist, was das Erwachen. Wenn ich in dir erwache, in dein Erkenntnis, dass du und ich eins sind, dann ist das, was Liebe ist. Und das kann sich nicht verändern. Und das kann nicht leiden. Und das kann nicht verschwinden. Daran erkennen wir es, dass es keine Illusion ist. Es kann nicht verloren gehen. Liebe, die wahr ist. Liebe, die Erkenntnis ist. Liebe in Wahrheit kann nie verloren gehen, kann sich nie verändern und kann nie eine andere Form annehmen, weil Liebe keine Form annimmt. Wow! So gut. Wir lieben uns einfach gegenseitig aus dieser Welt hinaus, in dem einen Geist, in dieser Lichtkommunikation, in dieser Verbindung, die wir hier Aleph nennen. Es ist die größere Verbindung dieses einen Geistes, der nur Liebe ist, weil die Schöpfung nur Liebe ist. Ich weiß nicht, habe ich den Absatz zu Ende gelesen? Sein Wunsch, einen kranken und getrennten Geist zu sein, kann ohne einen Zeugen oder eine Ursache nicht bestehen bleiben. Jesus hat es nicht mehr bezeugt, die Trennung, sondern hat die Einheit bezeugt, also die Heilung bezeugt. Und beide sind vergangen, wenn jemand willens ist, mit ihm vereint zu sein. Er hat Träume, dass er getrennt von seinen Brüdern sei, der dadurch, dass er einen Traum nicht teilt, den Raum zwischen ihnen hergelassen hat. Und der Vater kommt, um sich mit seinem Sohn zu verbinden, mit dem Heiligen Geist, mit dem der Heilige Geist sich verbunden hat. Alles, was wir hier machen, ist uns an diesen einen Geist zu erinnern. An diese eine Liebe,
an diesen einen Himmel, der wir sind. Nalan hat die Hand gehoben. Möchtest du was sagen? Ganz gerne. Ich krieg die Hand nicht mehr weg. Du kriegst die Hand nicht mehr weg. Aber vielen, vielen herzlichen Dank. Tausend Dank. Herzlichen Dank. Alles Liebe. Und ja, du hast die Liebe, die Gottesliebe nahegebracht. Danke dir. In uns, ja. Sichtlich fühlbar gemacht. Danke. Dankeschön. Durch dich, durch euch. Ja. In dieser größeren Verbindung erinnern wir uns. Und das ist alles. Es ist nicht schwer. Es erfordert keine Anstrengung, keinen Schweiß und keinen Verlust. Es ist unser natürliches Selbe, das wir erinnern. Unser Sein in dem einen Geist. Hier und jetzt.